Höher, schöner, weiter. So das Motto in Valley. Bei den 76. Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren auf 650 Meter Höhe in den Bayerischen Voralpen. Hier fliegen die Bälle deutlich länger und das hilft auf einem der längsten Championship-Kurse weltweit. Nach Regen, Gewitter und der erst am Sonntag beendeten dritten Runde waren zwei Athleten gemeinsam vorn. Christian Hellwig, der einen Start-Ziel-Sieg ansteuerte, und der jungen Team-Europameister Tom Haberer. Den besten Start auf den abschließenden 6800 Metern hatte allerdings einer, der in der Berliner Luft zu Hause ist. Den Start zu haben, den ich hatte mit Birdie Eagle direkt, da weiß man, heute geht was. Bei den Damen ging Eva Lindner als Führende in die Schlussrunde. Die bayerische Meisterin hatte einen Schlag Vorsprung vor zwei Spielerinnen aus St. Leon Roth. Nachwuchshoffnung Joy Johnson und der gebürtigen Münchnerin Anni Eisenhut. Nach einem wackeligen Start mit zwei Bogies war Eva Lindner aber schnell die Führung los. Natürlich, man ist nervös, kann man nichts machen, es geht um viel. Die beste Runde der Meisterschaft spielte Tim Wiedemeyer, ebenfalls Team-Europameister mit einer 65 und das kurz vor der Abreise zur Jacques Lelys Trophy, eine ganz besondere Auszeichnung. Also es war letztes Jahr auf jeden Fall besonders, weil wir gewonnen haben, aber es ist halt immer geil, wenn du quasi neun Spieler aus Europa ausgewählt werden und dann da quasi mitzuspielen gegen die besten Engländer, ist natürlich schon, freut mich immer sehr. Die beste Nachricht, Jugendnationalspieler Emil Albers ist nach seinem schweren Autounfall wieder zurück auf den Platz und spielte dort lange vorne mit. Noch stärker Mitspieler Paul Umrich. Der Mannheimer kletterte dank einer 67 auf dem Leaderboard nach oben und wurde Vierter. Nils Dobruns spielte fünf weitere Birdies, lag damit 7 unter für den Tag und ging mit einem beruhigenden 3-Schläge-Vorsprung auf die Schlussbahn. Bei den Damen wechselte die Führung immer wieder. Nach einem Eagle auf der 15 war auf einmal auch Hanna Tauber aus Hubbelrath noch im Rennen um den Titel. Dann setzte Anni Eisenhut zu einem Schlussspurt an. Ich hatte dann noch am Ende noch mal 3 Birdies hintereinander gemacht, fast sogar eingelocht bei dem einen Paar 3. Mit 4 unter Par und 2 Schlägen Vorsprung holte sich Anni Eisenhut ihren Heimsieg und ist nach 2 Silbermedaillen im Juniorenbereich jetzt endlich deutsche Meisterin. Einfach unbeschreiblich, muss ich sagen. Ich meine, eigentlich einen besseren Saisonabschluss hätte ich mich gar nicht vorstellen können. Bei den Herren machte es Nils Dobruns noch einmal spannend. Sein Annäherungsschlag auf der 18 ins Wasser. Christian Hellwig und Tom Haberer hatten die Chance, mit einem Birdie ein Stechen zu erzwingen, was beiden ganz knapp nicht gelang. Aber es hat mega viel Spaß gemacht, der Platz war super und kann mich nicht beschweren. Was auch für Nils Dobruns galt. Trotz eines Doppelbogies krönte sich mit dem 23-Jährigen erstmals ein Berliner vom Wannsee zum deutschen Meister. Unfassbar. Unfassbar. Also ich habe es immer noch nicht echt. Ich muss eine Nacht drüber schlafen, muss man einfach so sagen. Ich bin der Erste aus meinem Club tatsächlich, wie ich erfahren habe, der einen deutschen Meister-Einzeltitel geholt hat. Und das ist unfassbar. Mit der Siegerehrung war es Gewissheit. Was ihnen mit ihren Teams beim Final Four verwehrt blieb, durften sie jetzt nachholen. Den Pokal in die Luft werfen und die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Gratulation den neuen deutschen Meistern, Anni Eisenhut und Nils Dobruns.